Willkommen bei meinem Video Stadt und Sparen, Spartipp von Ludwig Winter. Heute der Spartipp: ein neues Gesetz erlassen, dass alle neuen Häuser nur als Plus-Plus-Plus in den Gegenhäusern gebaut werden dürfen. Das kostet nur so 20% mehr beim Hausbau und man spart so Milliarden an Strom- und Gaskosten und man spart eine Menge Klimawandel- und Unwetterschäden. Ich erläutere das mal genauer. Moment. Liebe Leute, ich grüße zum Video Stadt und Sparen. Jetzt ist irgendwie so Nummer, Spartipp Nummer 56 oder 57, muss es jetzt sein, oder 58, weiß jetzt gerade nicht. Und dieser Spartipp wollte ich eigentlich schon seit 2 Jahren drehen und bin jetzt erst dazu gekommen, dass man alle neuen Häuser, die gebaut werden müssen, per Gesetz nur bauen darf als Plus-Plus-Plus Energiehaus. Und zwar weltweit, erstmal in der EU, gerade in Amerika. Die Bauernhäuser, die sind sie gar nicht zugelassen, weil die überhaupt keine Wärmedämmung haben. Und ein Gesetz bringen, dass es nur plus Energiehäuser gebaut werden dürfen, die praktisch keinen Strom brauchen, die nur die mehr Strom liefern und Gas als man verbraucht. Und sowas ähnliches gibt es schon in Europa, in Deutschland. Das nennt sich NEF oder so, Energiesparverordnung. Und die wurde jetzt auch erhöht, und zwar, dass man ab 2017 in Deutschland nur noch und europaweit nur noch Passivhausstandard gebraucht, aber sie brauchen immer noch ziemlich viel Öl und Gas, irgendwie, weiß nicht, 50 oder 60 Kilowatt pro Quadratmeter pro Jahr, ich weiß nicht so, auf jeden Fall, die brauchen auch noch ziemlich viel. Und auf jeden Fall viel weniger als früher, aber das ist schon gut. Aber so kann man ein Gesetz bringen, europaweit und weltweit. Und gerade an Obama schicke ich das auch in Englisch, weil der will noch was tun. Der hat heute, am Fernsehen habe ich gesehen, der will ein Klimawandel-Gesetz rausbringen, dass sie mehr Strom und Gas sparen, die Firmen, aber die Privatpersonen brauchen viel mehr für das Heizen der Häuser und so weiter. Und dann werde ich ein Video machen in Englisch und das Obama schicken. Der ist noch 1,5 Jahre in der Regierung. Vielleicht schafft er noch ein Gesetz, dass sie dann auch erstmal bei den neuen Häusern nur plus Energiehäuser bauen dürfen. Und langfristig auch ein Gesetz gibt, dass man alte Häuser umrüsten muss, wenn man Geld hat. Wenn man arm ist, muss man nachweisen, dann muss man halt nicht umrüsten. Es gibt irgendwie 1 Million Millionäre in Deutschland. Denen gehören irgendwie 50 oder 80% der Häuser in Deutschland. Und die können erstmal anfangen, dann die Häuser umzurüsten zum Plus-Energiehaus. Plus-Plus-Energiehaus. Und nur nicht in Deutschland, sondern weltweit. Und gerade in Russland und Sibirien, das ist ziemlich kalt, in der Ukraine. Die kriegen immer noch zu viele Kinder und haben keine Wohnung. Und man sieht ja in der Ukraine, die haben jetzt kein Gas bekommen, weil die das nicht bezahlt haben. Und weil Putin darauf sitzt, auf dem Gas. Macht die Leitung zu, und wenn man dann plus Energiehaus hat, dann braucht man kein Gas mehr, dann braucht man auch kein Putin mehr. Und so kann man ein Gesetz bringen. Oh, ich sehe, da ist ein rechter Fehler. Wegen Strom. So kann man das Gesetz dann bringen. Ich habe sowas ähnliches Gesetz vor 2 Jahren schon mal vorgeschlagen im Euler Rat, dass nur alle Neubauten nur zugelassen werden, wenn sie plus Energiehaus sind, aber in Oelde, die sagen ja, aber die machen da nichts, weil die Oelde wollen nicht sparen und die wollen nichts Neues bringen. Und ich bin schon seit 5, 8 Jahren im Rat da als Zuschauer, sage immer was und die sagen ja, aber die machen gar nichts. Und man muss sich dafür einsetzen, wenn man die Grünen und die SPD rot-rot-grün ist, dann kann man sowas bringen, weil die CDU will nicht sparen, obwohl die CDU Millionär sind meistens, aber die wollen nicht, die wollen lieber 3.000 Euro für Gas ausgeben, als einmal 30.000 oder 40.000 für Solar und solche Sachen, dass sie kein Gas mehr brauchen. Nach 10, 20 Jahren haben sie das Geld da drin, aber sie sind zu geizig, um dann das zu investieren. So, was gibt es noch zu sagen? Ja, auf jeden Fall, man muss sich darum kümmern,
dass es ein Gesetz gibt, an der EU schicke ich das auch, Stefan Spahn. Stefan Spahn ist so bald sehr bekannt, wenn ich ein bisschen mehr Werbung dafür mache. Und dann sieht man das Video und das sind, weiß nicht wie viel, irgendwie 500 Milliarden oder 300 Milliarden gibt man in Deutschland für Gas und Strom im Jahr aus und es geht dann nach Russland oder nach Saudi-Arabien. Und wenn man das Solar- und Energiesparen fördert, dann geht das in die private Wirtschaft, in die Wirtschaft, die das bauen, diese Anlagen und warten. Und alle 20, 30 Jahre ist ja so eine Anlage meistens überholt, muss neu gebaut werden, dann bleibt es im Land, es schafft Arbeitsplätze. Und die, können, die Leute, die arbeiten, können auch wieder Häuser bauen, auch plus Energiehäuser. Und dann geht das, das ganze Geld nach Putin oder nach Saudi-Arabien. Und der Klimawandel ist, in Amerika sind jedes Jahr so 20, 30 Wirbelstürme, Orkane, ja, und Philippinen überall. Ich wollte auswandern nach Philippinen oder so, aber da ist jedes Jahr 2, 3 Wirbelstürme in Manila und überall da auf den Inseln. Und das ist viel zu gefährlich da. Und da ist so heiß da, 30, 40 Grad. Warum soll ich auswandern, wenn es so 30, 40 Grad sind und ich brauche eine Klimaanlage, kann ich auch hier bleiben. Und in Amerika, die haben bald kein Wasser mehr, in einem Verdursten. In Bayern war jetzt auch Klimawandel, der heiße Sommer. Und haben nur 20% der Erde im Süddeutschland, weil die alles vertrocknet. Die haben irgendwie nur 20% der jetzt im Juli gehabt an Regen, was sonst da war, im Norden, wo ich bin, im Westen. Da war noch genug Wasser, aber in Bayern war es gar kein Wasser. Die reden jetzt schon darüber da mit Tröpfchenbewässerung aus Israel, um die Felder zu bewässern, weil da auch was Wüste ist in Bayern. Und jetzt, man sieht ja in Bayern sind dauernd 30, 40 Grad, wenn bei uns so 25, 72 Grad sind. Und weil da ist die CDU, der Seehofer, und der wird von Gott gestraft mit Wirbelstürme, Dürre. Wenn man nicht so christlich ist und alle Leute nur verarscht und nur das tun wollen, was die Schreier zu wollen, dann wird man halt von Gott bestraft und dann kriegt man hier Dürre, Wirbelstürme, alles Mögliche. Und dann jetzt wieder noch die Kabel, Windenergie hat der Seehofer verboten, alles wieder verboten, außer Atom und Kohle hat er nichts verboten. Und jetzt wird der Seehofer gestraft von Gott und kriegt dann die ganzen Naturgewalten zurück. Wirbelstürme, Überschwemmung war ja auch da unten da. Passiert jetzt ja Überschwemmung da. Und das ist wie ein Seehofer, weil der nicht so lieb ist da zur Natur. Und wenn man dann ein Gesetz hat, dass alle neuen Häuser, erstmal die neuen Häuser, die gebaut werden müssen, das kostet nur 20% mehr, nur für den Hausbau, ohne Grundstück. Nur das Haus. So ein Haus kostet also so 100, 150.000 Euro und dann für 30.000 Euro mehr, ungefähr 30, 40.000, und dann kriegt man dann ein Plus-Plus-Energiehaus. Und so ein altes Haus hat 200.000 Euro Heizkosten. Die neuen sind so bei 1.800 bis 1.000. Die Passivhäuser sind ungefähr bei 600 Euro Heizkosten im Jahr. Dann hat man das Geld schnell wieder drin. Okay, das geht so zu lang. Meine Forderung, ich sende es auch an die EU und andauernd an die Abgeordneten, dass es ein Gesetz gibt, Neubauverordnung, nur noch Plus-Energiehäuser bauen. Okay, das wird schon zu lang. Und mehr Spartipps habe ich da auf meiner Internetseite, nutria-winter.de. Und auf meiner Facebook-Seite Ludger Winter Stadt und Sparen. Und auf meiner Seite ludgerwinter.de habe ich auch Spartipps, wie ihr sonst in Urlaub fahren könnt. Alleine wegen diesem Spartipp habe ich jeden Tag 50 bis 200 Leute auf meiner Internetseite. Jetzt hat meine Internetseite fast 200.000 Besucher. Ich glaube, ich bin der Webdesigner mit den meisten Besuchern auf der Internetseite. Aber so bekommt man die auf der Seite, wenn man die Leute auf der Seite lockt mit Gratis-Sachen. Okay, mehr Spartipps auf meiner Seite, Ludger Winter Stadt und Sparen bei Facebook und bei ludgerwinter.de.
Okay, zack, ciao. Wie viele Minuten haben wir jetzt? Auch schon 10 Minuten, viel zu lang. Ich wollte eigentlich nur 6 Minuten reden.